Aus dem Weg, Dorfbewohner! Ey, der backt sich fest. Was macht das Wildschwein hier? Hält er denn aus? Ah! Oh, ich bin fest. Nee, ich will nicht sterben. Hab ich nicht sterben? Ah. Alter! Ah, Mario, Hilfe! Ich hab grad ein Problem mit dem Wildschwein. Das Wildschwein, okay. Ich hab Probleme mit dem Hilly-Billy. Hab schon Ausdauer, lass mich nicht im Stich. Hey, cool. Endlich ist er tot. Ein Wildschwein. Alter, Schwede, er hat so viel ausgehalten. Krass. Er ist am Körper zu verbrennen. Willst du Fleisch haben oder nicht? Nee, ne? Doch. Ups. War zu spät. Okay. Was haben wir Nacht? Können wir eigentlich schon wieder schlafen? Ich leg mal das Fleisch drauf und renn. Wie das? Wir hatten das gerade Wildschwein drauf, Achso, Wildschwein-Kopf kann man gar nicht. Ja, guck, ob wir mittlerweile wieder schlafen können. Ich hab Hunger. Wir können schlafen kommen. Also nee, noch nicht. Ganz bald. Ganz kurz. Ganz bald. Ich hab Hunger. Ja, komm, mach doch. Okay. Juhu. Und ich hab Durst. Okay. Juhu! So, ich geh jetzt mal ein bisschen Holz fällen, ne? Weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Wir können die Plattform nicht bauen. Wieso? Ja, das Holz verschwindet doch auf dem Boot sofort. Ja, deswegen nehmen wir erst die Wagen mit von Holz rüber. Was machen wir damit? Den Wagen von Holz noch mit rüber. Ah, ja, okay. Wir haben Holzfäden vorher, ne? Ah. Oh geil, ich hab den Vogel in der Luft mit der Axt erwischt. Warte, ich hab ne Idee. Was hältst du davon, wenn wir hier am Strand eine kleine Hütte bauen, so einen kleinen Turm, um falls irgendwelche Zombies kommen, zu verstecken? Ich meine natürlich Kannibalen, nicht Zombies. Kann man machen. Ich meine, das Holz haben wir ja direkt hier vor der Tür, ne? Dann brauchen wir nicht mehr, dann könnten wir konnte das schon mal als Art Turm anfangen nutzen. Lol. Ja, ich guck mal, was ich hier habe. Custom Foundation. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir bauen dieses Zipline-Ding nachher ja. Von da oben aus, ne? Von, wir brauchen hierfür 6 Holz. Was willst du jetzt damit machen? Ein kleinen Turm. Ja, warte mal. Aber nicht hier. Ja? Wo denn? Ja, der wäre nämlich vielleicht im Weg der Zipline. Den Turm nutzen wir später für die Zipline. Nee, ich hätte den jetzt von da oben aus gemacht, von der Quelle aus. Da kannst du ja einfach dann so dranhängen. Brauchen wir keinen Turm für bauen. Nee, dann lass von da aus machen. Da brauchen wir gar keinen Turm. Ach, du willst von da aus? Ach so. Können wir direkt auf den Boden dort setzen. Aha, verstehe was sofort. Lass aber hier einen kleinen. Was haben wir denn so als fertige Häuser? Hier. Mit 13 Holz können wir so ein Mini-Ding bauen. Achso, so ein. Da. Ja, was bringt der? Ja, würde ich sagen. Was soll der uns bringen? Da können wir schlafen drin. Und verstecken, falls irgendwelche Kannibalen kommen. Jetzt brauchen wir noch 5 Holz, dann sind wir nun sicher. Naja. Tolle Sache. Meinst du nicht? Nein, wir werden da drin gefangen sein. Ah, nein. Vertrau mir. Vertrau mir. Okay. Ich laufe schnell lang einmal spawnt ein Wildschwein direkt vor mir. Ah, Mann.
glaube, ich sehe ein paar Dorfbewohner. Ah, hier sind wir so diese Dorfbewohner. Ich mag die so gerne. Ja, wirklich? Ja. Die sind immer so sympathisch, praktisch, clever. Sympathisch, praktisch, cool. Kitzeln. Wow. Ja, kitzeln nicht immer. Ich bin hallo? Das ist doch wie mein Holz klaut. Natürlich. Das mir so den Eilen, der fällt doch nicht auf. Der hat doch. Wow. Ich geh jetzt nach vorne, ich werde Holz klaus. Diesmal nicht. Oh, ja, alles klar. Er macht so Sinn. Welche Axt nutze ich zum Fällen? Welche Axt? Die ganz normale. Ja. Achso, ja, ich hab mir mal so eine Steinaxt gedacht, da wird wieder Steine an. Schon. Ich hab schon mal ein bisschen Holz, gleich. Sprich mal runter. Jetzt. Mach mal die Kabine fertig, ne? Okay, mach du. Jo. Oh, haben wir. Ich hab einen kleinen Buffer beigerannt. Oh Gott, es sind 3, 4. Was denn? Oh, Spinnenmann. Dorfbewohner? Ja, Spinnenmann. Nee, was, wie, Spinnenmann, was? Ja, das Ding mit den 5000 Beinen. Wo? Den Strand lang Richtung. Da hab ich hingekommen. Warte, ich krieg jetzt mal dieses Holz hier ab. Okay. Komm schnell rein, wir können schlafen. Nein. Keine Ahnung, wo du meinst. Da, den Strand, ich hab ihn gesehen. Okay, gute Nacht. Jo. Na. Ah. Wo hast du den gesehen? Da vorne. Geh die manchmal weg? Nee. Hier war der. Direkt vor uns. Zu 100%. Na gut. Gut, ich geh so einen Wagen machen und bring mir ein bisschen Holz drüber, würde ich sagen, oder? Ja. Du hast noch Holz, ne? Ja. Wie viel passt da noch drauf? 4 oder 3. Ich hab hier noch 2 liegen. Ja, komm ich hier eben holen. Ja, lass die direkt rüberbringen. Da oben rennt was. Da oben rennt was Fettes. Ach du Scheiße. Hab ja gesagt, das ist das Ding. Das ist ja, ja. Genau, das ist er. Oh! Ach, Wildschwein, ey. Ich schreck mich nicht so. Da hinten im Wald. Ah, ja. Muss das fette Holz? Was du meintest. Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns jetzt die Holzwagen, bringen die aufs Boot und bauen die Plattform auf. Bevor die uns jetzt hier das, irgendwas am Rand. Okay. Guck mal, mittlerweile wir essen und trinken, ich hab nicht mehr so viel. Ja. Na, willst du das Buch anfahren? Ja, müssen wir. Dann lassen wir hier auf den Stein rauf. Komm hoch da. Komm. Jo. Du packst das, ich glaub an dich. Ich will kommen. Komm. Ja, ich probiere hier raufzukommen. Nein, du kommst halt nicht. Rauf, ich hab's vorhin auch geschafft. Fick dich! Ich mach das mal, ne? Okay. Dann hol du mal das Boot. Bin auch drauf. Okay. Okay, einen hast du drauf. Ich hol den nächsten. Oh oh. Ich glaube, wir haben gleich ein Problem. Obwohl ja, wir abnehmen können, was noch. Das neue Bounce-Boot. Ja, passt. Und Rückwärtsgang. Ja, warte, ich komme, muss hier gerade irgendwie rüber.
Moment. Okay. Einfach drück machen, mit Drück funktioniert immer. So, und los geht's. Nur nicht so nah an die Plattform ran, ne? Ah ja. Und stopp. Pillepalle hier. Warte, wir haben noch Platz. Platz. Stopp. Oh. Geh halt ein bisschen zurück. Ah, ich mach das. Oh, warte, ich brauche 54 Holz für das kleine Stück hier. Ja. Ach du Kacke. Oh, jetzt haben wir 18 gemacht. Nein! Und zurück. Du hast einen Teil versenkt. Ich hab mal gar nicht gelenkt. Wir haben einen Lockholder weniger. Hey, wo bist du? Unter Wasser. Guck, ob ich den Lockholder bekommen kann. Ist er nicht. Willst du ein bisschen Luft holen? Wo bin ich? Ah, hier. Okay. Den kriegst du nicht. Und? Oh. Findest du den? Ja, ich bin an ihm dran, ja, aber ich kann den halt nicht irgendwie nicht mit, ich kann den nicht nutzen. Aha. Ja, ach, also wir brauchen mega viel Holz, jetzt schon wieder. Ja. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir hätten halt richtig viel auf der Plattform, aber das können wir halt einfach nicht sehen. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ja, die Frage ist, was machen wir da? Also theoretisch. Also was ist hier, wenn ich so ein Ding abreiße? Keine Ahnung, mach mal hier das Äußerste hier. Ja, Moment mal. Aber nicht so. Nicht mit der Axt nach unten gerichtet. Wenn dann seitlich. Oh Gott, hoffentlich zerstörst du nicht das komplette Boot. Hoffe ich auch. Sei bloß vorsichtig. Ja, wir sollen kaputt gehen jetzt hier. Oh, ich mach noch andere Sachen kaputt dabei. Geh mal weg. Hey, geht's noch kaputt? Du machst das Boot kaputt! Oder kann wie? Oh, das Boot kaputt gemacht. Hä? Wie repariert man das Boot? Mit dem Hammer und Holz. Weg da! Ah. Ah, kacke, da ist auch, geht auch der Rest mit kaputt. Ah. Wir haben übrigens alle Wagen gelöst, weil die Wagen nehmen hier auch nicht mehr raus, glaube ich. Okay, wo ist wieder ganz? Ja, wir haben keinen Wagen mehr. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben überall Holz drin. Dann. Ja. Also eigentlich könnte ich ja das Holz wieder cheaten, weil das hatten wir ja abgebaut. Ja. Schon. Das war halt locker so viel wie die Plattform. Allerdings. Wir müssen vielleicht außerhalb der Aufnahmen machen. Wir sehen uns wieder nach einem kurzen Cut. So, da sind wir wieder. Ja, wie ihr seht hier, das Boot haben wir nochmal neu aufgesetzt. Wir haben es ein bisschen anders jetzt umgebaut. Die Lockholder haben wir ein bisschen anders gestellt, ein bisschen User weniger Platz. Da ist ja laber, hallo. Das ist eine Aufnahme. ja, wie gesagt, die Lockholder haben wir ein bisschen anders hingesetzt. Und das alte Schiff da hinten, das ist da hinten, wo die beiden Häuser eingezeichnet sind. Man kann die so eine Holzmauer drumherum erkennen. Das Problem war allerdings da, das Schiff konnte man zerstören, alles was drauf war nicht. Deswegen haben wir die Mauer drum gezogen. Ja. Und jetzt geht es hier ganz normal regulär ohne Benutzung von Cheats weiter. Jo, und hallo an Michi. Ja, hallo Michi. Hi. Ich spiele gerade Taurus. Wer hätte das gedacht? Willst du auch mit? Nee. Aber wo du gerade hier bist, Ja. Könntest du vielleicht einen Channel einrichten für uns?
Für Aufnahmen. Für YouTube-Aufnahmen, ja. Willst du das nicht vielleicht drüben auf dem Disc machen? Das können wir auch da machen. Hätte ich eher empfohlen. Okay. Ja. Ja, jetzt wäre schon immer hier, jetzt würde ich weitermachen. Das Problem ist allerdings, jetzt wenn Michi auch hier drin ist, dann dauert es nicht lange, bis gleich mal alle Leute hier reinjoinen. Ja, in die Channels können sowieso alle rein. Ja. Wir sind jetzt nur so hier. User left your channel. You were moved. User was moved jetzt to your channel. Jetzt können nicht alle rein. Was? Ja, das ist schon besser. Puh. Hier könntest du doch Kai rein. Ja, so, wo soll's hin? Wir müssen jetzt allerdings... Ach ja, wo jetzt hier die Plattform steht. Love. Wir können jetzt erstmal hier noch was hinziehen, warte. Ah ja. Ja. Kann man die nicht hier irgendwie jetzt von... Kann sie nicht verbinden. Was für ein Dreck ist das denn? Als ob man die hier nicht verbinden kann mit einer normalen Treppe. Was? Die beiden Plattform? Kannst du nicht verbinden. Ne, mit der Treppe glaube ich nicht. Wenn mit einer Brücke. Warte, ich guck mal kurz, ja? Warte mal, warte. Bevor du was setzt, warte. Mit der Treppe geht's glaube ich nicht, ne. Da! Ah. Was ist das jetzt, eine Plattform oder was ist das? Treppe. Ah, sehr gut. Hat ja doch. So, dann. Cool. Ja. Lass mich kurz was noch testen. Wo ist denn jetzt hier das Ding? Da. Die Klippe da hinten. Ja, okay. Bis gleich. Ich versuche die Zipline zu setzen. Jo, ach du Scheiße, ich muss dringend was fressen und bin hier gleich tot. Sehe ich gerade. Genau hier links neben mir ist dann die Überreste vom alten Boot drin. Och ne, was hängt da hinten rum? Ich hoffe, ich werde hier nicht angegriffen, sonst bin ich tot. Das ja, wirst schon nicht. Steht. Der wird schon bauen.